Wo ist die Dschungelkrone? Die habe ich nicht. Also wir müssen da mal echt mal miteinander reden, warum es nicht tatsächlich eine Krone gibt oder eine Statue mit einer Krone. Und ich werde mir eine machen lassen, aus Bronze. Jetzt komme ich eigentlich in diesem Gespräch auf diesen Gedanken. Wow, wir haben eine Therapiestunde jetzt. Ich bin ziemlich entspannt, merke ich. Also mit jedem Tag werde ich entspannter und entspannter. Und ich denke, dass diese Euphorie, die lässt nicht nach, aber die fängt langsam an, sich so in meinem Körper und in meinem Verstand zu platzieren. Dieser Titel hat für mich aber die Bedeutung, dass etwas ganz Besonderes mit mir passiert ist. Nicht nur etwas, was ich erlebt habe, sondern anscheinend was auch ganz viele Menschen erlebt haben durch mich. Und das sitzt noch nicht wirklich in mir drin, weil dafür brauche ich noch ein bisschen Zeit, das anzunehmen. Ich habe keine Angst. Ich weiß, dass mir keiner was kann. 23 Jahre später habe ich keine Ängste mehr, was das angeht. Ich habe keine Angst. Ich habe auch nie Angst gehabt, öffentliche Person zu sein. Ich habe das immer sehr gemocht, gerade weil ich wusste, dass ich etwas hinterlassen kann. Und nach dieser Zeit weiß ich, dass ich noch mehr hinterlassen kann. Man muss die Einstellung dazu haben, hinzugehen und das mit sich machen zu lassen. Ich würde sagen, menschlich. Also am meisten habe ich menschlich und seelisch. Ja, menschlich und seelisch.